Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 12 International Zodiac Job System. Hier immer noch im, wie wird das ausgesprochen? Rodania Katarakt war es, glaube ich. Ja, Pharos heißt es im Englischen. Das ist auch natürlich total logisch. Ich würde sagen, wir gehen erstmal heute hier lang. Wir sind dann mit Team Düsentrieb wieder unterwegs. Und wir müssen hier noch mal schauen, wie weit sie weiterkommen. Wobei ich fast glaube, in diesem Kreis ist nichts. Ja, scheint fast so. Komm mal her, Penelo. Wach mal. Haben wir's? Gott. Ah, hier ist die nächste Tafel. Na, gucken wir mal. Was sagt denn die Feines? Die sagt, Unwissender, der du die Tage, die kommen, nicht vor Augen hast, wisse, dass euer Erbautes, euer Erdachtes nicht euren Gedanken entspringen. Teil dessen, was wir uns ersonnen, ihr seid und Wege, die wir für euch auserkoren, ihr geht. Ah ja, okay. Okay, ich hätte fast gedacht, wir sind nach im Wand. Allerdings ist hier auch nochmal ein Weg, wo es höher geht. Hallo Portal. Ach, schön, dass wir so eine große Ebene hatten mit viel Nichts. So, mal gucken. Hier ist noch so eine große Ebene mit viel Nichts, aber da haben wir dann zumindest den nächsten Abschnitt anscheinend. Ha, na gut. Gucken wir wieder fleißig hinter irgendwelche Kanten, weil da kann man einfach zu gut irgendwelche Kisten verstecken. Ah, hier links ist eine. Der Fletcher-Mode, ja super. Black Mask. Ah, das ist schon was Schöneres, was wir eigentlich schon haben, ne? Ja. Tja. Bringt auch dem Team sonst nichts mehr. Naja, dann halt nicht. Okay, lesen wir erstmal. Öffnet das Portal und betretet die Blutbühne des Grauens, die vom zweiten Faktotum behaust ist. Kraftlose ein Zurück gibt es nicht. Naja, dann wollen wir mal. Es wird immer so ein lustiger Halluzinations-Teleport-Dingsbums-Teil. Man ist gespannt, was jetzt kommen mag. Stille kommt hier. Naja, da gucken wir mal. Ja, gut, das war lange gucken. Offenbar ja ein Kampf. Hallo, hallo. Du siehst nicht stark aus. Das wird bestimmt schnell enden. Ah. Erkennt er nichts. Kommt erstmal ein Dispel. Guck mal, wie viel Schaden wir an die machen. Ist ja mal lächerlich. Der direkt wieder Regen drauf. Okay, interessant. Allerdings heilt den das im Prinzip gar nicht. Alter, diese, wenn die Multi-Hits machen, das ist einfach so krass. Aber ja, wie gesagt, da ist es sehr stark. Naja, ist umso besser. Ein bisschen habe ich gerade gesehen, halt er sich gegen, aber das ist so verdammt wenig. Easy peasy. Ja, es sind halt Hauptstory-Bosse, wie immer in Final Fantasy. Wenn man dann ein bisschen was Optionales gemacht hat, ne, dementsprechend auch starke Waffen und sowas hat, dann sind die Viecher meistens äußerst schwach. Na gut. So. Dann geht's wieder zurück in den Hallo-Raum. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie weiterkommen. Oder ob ich jetzt zurücklaufen muss oder was? Ich weiß es nicht. Ah ne, wahrscheinlich gerade durch einfach. Okay. Noch irgendwas? Die Bubble. Ja, solange keine Guard-Zauber mehr kommen, ist ja alles gut. Ich wüsste immer noch gerne, wo man noch so diverse Zauber findet, weil hier werden die wohl kaum noch kommen. Frag mich, wo ich die übersehen habe. Naja. Penelo, komm doch erstmal her und dann kannst du machen, was du willst. Hier sind noch zwei Sachen.
9 Gil, nett. Und 19, ja, auch nett, okay. So, ist ja noch irgendwas? Na, zumindest werde ich mal eine Runde laufen und mal gucken. Upsala. Aber interessant, dass hier gar nichts ist. Gut, hier ist der Fahrstuhl mal wieder. Oh, es ist ein Elemental. Okay. Ach. Oh, wirklich jetzt. Hat sie mal fertig. Danke. Ey, jetzt macht er wieder seinen Scavenging. Jetzt wieder dispellen kann deswegen. Achso, es geht dispellt. Gut. So. Da müssen wir wohl damit reden, ne? Keine Ahnung, wo ich damit bei rauskomme, aber das ist wohl der einzige Weg, um hier weiterzukommen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich mir bei beiden, bei dem anderen Team hier die beiden Runden um diesen Kreis sparen kann. Und wir sind damit im zweiten Akt. Unter Diamantenem Recht. Hm. Was haben wir denn hier Schönes? Durch die Hallen wandelnder, die nächsten Stunden werden Stunden der Opferung. Betrachte deine Fähigkeiten, betrachte deine Vergangenheit und treffe deine Entscheidung. Und hier haben wir Unwissender, fürchte deine Ignoranz und fürchte diesen Ort des Bannens. Vereint sind Gespinst und die göttlichen Steine nur an einem Ort. Huh. Hier ist schon mal zu. Schön. Warte mal, gibt es da irgendeine Beschreibung dazu, warum das zu ist? Starker Zauber. Hm. Ich würde eher sagen fauler Zauber, oder? Ja, der ist auch zu. Ah, hier haben wir wieder diese lustigen... Bringe da die Artefakte, die seit Anbeginn der Tage aus naturell allen Lebens sind, um zu öffnen das Portal der Opfer. Aha. Jetzt habe ich das Tabernakel berührt und das reicht schon, oder was? Hä? Hä? Ich verstehe nichts. Die Items wurden gebannt. Ach so. Dafür können wir jetzt aber hier rein halt. Und hier haben wir nur wenige Stellen sich dieser Prüfung, nur jene, die das Richtfeuer herausfordern. Die Nutzung von Artefakten ist verboten, sodass du nun auf dich alleine gestellt bist. Ah ja. Jetzt erklärt sich auch, warum ich so viele Items gefunden habe mit Zaubern. Das wird bestimmt noch kommen, dass hier auch Magie mal verboten ist. Aber naja, passt schon. Ich lebe ja eh so eher von der Magie als von einem anderen. Und die Frage ist, wo muss ich hier hin? Oh, erstmal natürlich hier erkunden ein bisschen, weil es hier bestimmt auch Kisten gibt. Und hier haben wir... Unwissender, da du die wahre Geschichte nicht kennst, wir sind die Unsterblichen, Ehrfurcht und Ergebenheit sollst du uns erweisen. So wie uns einst alles Leben hörig war. Aha. Ja, hast du mit einer Kiste, du Kacki? Nee. Ach schön, wie wir den mittlerweile schön zerschneiden, die Typen. Auch keine Kiste aus, sieht irgendwie auffällig aus, die Wand. Schön, wie der immer schön disabled. Liebe das. Oh, hier haben wir eine Kiste. Wieder mal mit richtig viel Gil und so. Ja.
So, nächste Kiste. Ein Opalring. Das hat auch schon mal was. Also, Opalringe, da überlege ich echt schon, die irgendwann mal einzusetzen, sobald ich wirklich MP-Überfluss habe. Aktuell ist es eher so eine Solala-Geschichte. Oh, hi. Du bist ein großer, dicker Typ. Aber ich bin nicht dick. Wie kannst du nur sowas sagen? Doch, wir müssen mal kurz da lang. Weil wir hier in diesen Raum da drüben bei denen müssen. Genau, deswegen. Ja, toll. Der Fassimaiter ist nicht unbedingt so stark, als dass sich das gelohnt hätte jetzt, aber okay. Huh. Ich frage mich jetzt nur, wie es jetzt weitergeht. Ich habe immer noch keine Karte gefunden. Schön wär's. Oh. Ja, dann folge ich halt erstmal weiter hier den lustigen Weg. Oder den lustigen Faden, besser gesagt. Naja, auch mal diese Kreisgeschichte. Wo ich wahrscheinlich einmal eine komplette Runde laufen kann. Jo. Gegner können wir eh herzlich wenig. Aber der Kunde ist jetzt gerade so komisch deswegen. Ah, hier ist noch was. Schön. Ja, eine High Potion. Nicht so schön. Naja, mach dich ruhig. Wir nehmen dich so oder so auseinander. Passt schon. Würdest du bitte mal laufen, damit du an der Falle vorbeiläufst? Dankeschön. Haben wir's? Danke. So, hier haben wir erstmal die Karte. Das ist doch schon mal was Feines. Dass wir hier mal so einen kleinen Überblick bekommen und so. Was haben wir hier? Unwissender, der dir die wahre Geschichte nicht geläufig ist. Wir sind die Unsterblichen. Allmacht zeichnet uns aus und weisen wollen wir den Weg. Zeigen werden wir uns nicht, doch verfolgen deine Taten. Scheiß Stalker. Tja, da laufen wir einmal nochmal darüber und dann da im Süden raus und dann, ja, geht's da ja auch schon weiter. Ach du Kacke, wie weit ist denn das jetzt hier? Hier habe ich schon mal eine halbe Ebene nicht gemacht. Schön, 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 schön. Ha. Ha. Das sind so ein paar Ebenen, okay. Na dann. Das könnte ein Weilchen dauern, die ganze Ebene zu machen. Hier geht's weiter, okay. Es gibt doch irgendwie immer zwei Wege nach oben. Da habe ich immer Schiss, irgendwas zu verpassen, aber ich habe keine Lust, hier Ewigkeiten alles doppelt abzulaufen, ehrlich gesagt. Ha. Aber es würde halt schon Sinn machen, alles abzulaufen, weil am Ende verpasse ich hier sonst die Magie, ne? Ich meine, die Level kann man ja irgendwie immer gebrauchen. Wobei in dem Team ja nicht wirklich, wir sind echt nur overpowered mit dem Team. Ja, genau wegen solchen Räumen denke ich mir so, es lohnt sich eigentlich nicht. Einfach mal so ein leerer Raum, abseits des Weges.
Warum ist hier zum Beispiel ein Tor? Macht gar keinen Sinn, dass hier ein Tor ist. Ah, lässt sich von der anderen Seite öffnen, siehst du? Hier geht's dann auch höher, okay. Warte mal, wir gucken mal kurz, ob wir das von der anderen Seite nochmal erreichen, das Tor. Oh, schön reingelaufen. Smelling Salts, ja, nett. Was machen denn die gerade? Hallo. Danke. Hauptsache, die nippeln fast ab an irgendwas. Ja, jetzt habe ich hier das Tor halt von der anderen Seite. Na gut. Dann gehen wir halt auf die nächste Ebene. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie ist das hier für mich gerade ein Rätsel, was der Sinn von dem ganzen Dungeon ist. Wenn er so... Ich lasse jetzt auch den halben da unten einfach mal unerkundet. In der Hoffnung, dass man da nichts finden kann. Wahrscheinlich findet man genau da etwas. Ja. Immer ganz lustig, wenn der Gegner aufsteht und dann einfach stirbt, weil er disabled wurde. Ja, läuft bei den Gegnern. Definitiv. Mann, können nicht mal irgendwo Kisten sein? Das ist ja furchtbar, wenn man nichts findet. Man kann ja auch straight zum Ziel laufen. Will ich hier raus? Ach, in diesem Mittelgang ist eh nie was. Sagt er, wahrscheinlich ist da halt das epischste Item des ganzen Spiels. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich will halt auch mal vorwärts kommen hier. Ich kann hier jedes Mal 50 Minuten für einen so einen Abschnitt brauchen. Pinello, wie wär's denn mal? Achso, du hast keine MP mehr, ne? Das ist doch super. Ja, na gut, dass wir keine Möglichkeiten haben, uns zu heilen. Passt ja. Hier ist ein Geheimgang. Oh. Unwissender, da du eine entbehrliche Figur im Strom der Geschichte bist, wir sind die Unsterblichen, wir sind jene, die euresgleichen lenken. Wenden sich die Geschichte dieser Welt einem Unheil zu, erwählen wir einen Boten und senden ihn in die Welt hinaus. Warum ist sowas in einem Geheimgang? Jetzt ist gerade die super geheime super Info. Geschweige denn, dass hier irgendwie eine Kiste wäre oder so. Naja, toll. Wie ihr hört, bin ich hellauf begeistert von dem Spiel gerade. Hier wird ein bisschen verarscht. Beziehungsweise ist es ein bisschen in die Länge gezogen. Kann das sein? Muss das jetzt gerade alles slowen? Echt jetzt? Oh. Na egal, geht schon wieder weg irgendwann. Jo, dann gehen wir kurz mal noch hier hin, mal gucken. Oh, heißt, bist du denn? Necrofiend. Natürlich, curse doch noch mehr den nächsten Stück. Vor allem, weil wir uns jetzt nicht heilen können, das ist so gut. Ja. Dann mach mal wenigstens auf echt, damit die aufhört. Danke. Also das war ja mal ein übelstes Miststück. Wir können uns halt überhaupt nicht mehr heilen. Ne? Das ist total super, ist das gerade. Ja. Ja. Ey, das ist richtig bitter.
Ich kann jetzt hier keine Dingens verwenden. Das ist voll die Todesfalle gerade. Tja, keine Ahnung, muss ich jetzt halt so spielen. Irgendwie. Ohne eine Möglichkeit der Heilung. Ist natürlich total großartig gerade. Ich bin half begeistert. Wie weit habe ich es noch? War nicht mehr so weit. Frage ist, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Das war ja ein Miststück. Ich meine, wir haben zwar jetzt die Dragonmail gefunden, was halt so ziemlich die beste Rüstung ist. Aber nicht für dieses Team, weil... Tata, tata. Ah ne, Genji-Rüstung ist immer noch besser. Hm. Huch, das ist schlechter. Okay. Ja. Warte mal. Ups. Mensch. Menü, sei mal ein bisschen schneller. So, bekommt sie nämlich mal eben den Sage Swing. Das ist aber echt fies, ne? Dass der Virus macht, das ist krass. Da werde ich wohl mal doch irgendwie relativ fix so durchrennen dürfen. Oh nein, nicht schon wieder. Nee, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, geht weg. Ich will einfach nur weg von dem Vieh. Wenn das nochmal konfus macht, bin ich mich richtig im Arsch. Verfolgt er mich immer noch? Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. Das wäre es ja gewesen, ey. Ja, Fren muss mehr oder weniger jetzt erstmal noch die Heilung übernehmen. Mit ihrem Cure. Das könnte spaßig werden. Gambit. Was soll ich machen? Muss er irgendwie umdisponieren. Wow, eine Heilpotion, toll. Schön, dass ich hier einen Haufen Potions finde, die wir alle nicht nutzen. Na klar. Danke. Okay. Jetzt muss ich da rüber tüdeln, aber auf dem unteren, auf dem oberen Weg. Heiner. Au! Macht er noch mehr Schaden, du Miststück. Ach, ey, diese Viruspacke. Aber gab's da nicht was, um Virus zu heilen? Was war denn das? Habe ich mir doch gemerkt. War es nicht Bubble? Warte mal. Wir machen das mal kurz so hier. Genau, machen wir Bubble auf sie. Nee, war es nicht. Aber sie hat halt auch keinen Esuna und nix, ne? Tarap, tarap. Wenn ich das so hier mache. Ja, schön. Das, ich verliere trotzdem noch Leben. Interessant, ja. Nee, dann kann ich heraus und bei 4 wieder rein. Gehen wir jetzt an. Ey, das war echt ein Miststück, Gegner, ne? Ich hatte übelst den Ausraster eigentlich. Weil man hat ja nur einen Healer in der Regel. Ich weiß nicht, ob man noch andere Möglichkeiten hat als Items, weil dann könnte ich mich dagegen heilen. Wahrscheinlich wäre das andere irgendwie dann auf Magie verzichten oder sowas. Na klar, macht dann nochmal Schaden, passt schon.
Na dann. Auf Richtung Ziel. Jetzt muss ich echt gerade einfach nur durchskippen. Muss hier möglichst schnell wegkommen. Das geht gar nicht. Also, wollte gerade sagen, es ist weg, aber nein. Aber wir haben immerhin einen Speicherpunkt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und tschüss und WB. Ah, dauert einen kurzen Moment. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Machen wir jetzt hier oben noch was? Ja, wir gucken uns mal kurz noch die Räume an. Nämlich den hier zum Beispiel. Da haben wir Unwissender, der das Leben geschenkt wurde, wisse, dass alles Leben unter der geduldigen Herrschaft der Unsterblichen gleichberechtigt ist. Ah ja, was auch immer. Und was ist hier? Achso, das war der Eingang. Okay. Gut. Da unten geht es dann höher. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Sonst wird das hier wieder ein bisschen zu lang. Ich bedanke mich jedenfalls wie immer fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.